Willkommen zurück zum nächsten Part. Wir sind gerade dabei, einer Geruchsspur zu folgen, die ich jetzt gerade schon wieder aus den Augen verloren habe. Da ist sie doch. Sie verschwindet nur irgendwie seltsam. Ach da. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Da haben wir den Geruch wieder. Und Blutflecken. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Auftrag der Böttcher-Zunft. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf Di Salvaris führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große Weise Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Mhm. Doch, der Zunft entsteht ein Schaden, weil sie tot sind. Da geht der Geruch weiter. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. Verdammt richtig. Die wollen sie killen, wie es aussieht. Ramor, Ouvry, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch. Woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Hm. Das Monster muss sterben. Nein, du hast das zweite zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Tut mir leid, Meister Di Salvaris. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster, ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet.
Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr. Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst? Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Du bist am erfahrensten. Tut mir leid, mein Freund, aber es ist wirklich scheißegal, wenn das Monster wirklich die Leute angreift. Blöd. Mit Schusswaffen könnt ihr sie am Boden halten. Das ist eine gute Idee. Hast du sie gesagt? Ja, sie ist ein Weibchen. Hört ihr, Männer? Dieser Hexer ist ein Fuchs. Auf eine Meile kann er erkennen, was die Eidechse zwischen den Beinen hat. Also gut, der Spezialist hat gesprochen. Machen wir die Armbrüste bereit. Das ist ja alles schön und gut, aber das Monster ist nicht in seinem Nest. Wir müssen es erst aufspüren. Nicht unbedingt, Hexer. Wir haben uns vorher schlau gemacht. Die Kaufleute benutzen Gerbstoff, um die Eidechse anzulocken. Warum tun wir nicht dasselbe? Habt ihr Tannin dabei? Natürlich. Hier, willst du es verteilen? Da ist sie. Zu den Armbrüsten! Wir schießen das verdammte Vieh ab! Und da geht sie dahin, die letzte ihrer Untat. Da liegen jetzt zwei übereinander irgendwie, habe ich das Gefühl. Wie trefflich, an der Seite eines echten Hexers kämpfen zu dürfen. Du weißt wahrhaftig, das Schwert zu führen, mein Freund. Hattet ihr nicht eine Belohnung der Gilde erwähnt? Ha, keine Umschweife, was? Ein Profi durch und durch. Hier, dein Anteil. Bis auf den letzten Koffer, wie vereinbart. Wir nehmen uns ein paar silberne Schuppen und den Schwanz mit, als Beweis für die Gilde. In Ordnung? Und wir werden den Leuten von dir erzählen. Vor allem den Händlern. Dann kriegst du feine Preise. Danke. Leb wohl. Jukas. Tut mir leid, mein Freund. Jokaste, meine arme Jokaste, grausam abgeschlachtet wie ein niederes Monster. Tut mir leid, aber es hat auch jeden angegriffen, so ist es nicht. Hm,
muss mal Sachen verkaufen. Wie schaut's denn aus bei uns mit den Questen? Da ist noch jede Menge drumherum. Ja, das ist jetzt blöd. Sagen, ich schmeiß einfach wieder irgendwas weg. Meine arme Jokaste, grausam abgeschlachtet. Und dann gehen wir mal noch hier rauf. Wieder das Monster. Nicht gut. Die vierte Gruppe. Blut. Sehr viel Blut. Wahrscheinlich auch von ihr eventuell ermordet worden. Da ist jetzt die Maus die ganze Zeit da. Ah, Moment. So. Kikimoras. Jede Menge. Das stinkt vielleicht. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Ah, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Immer größer, diese. Ach ja. Und jetzt ist er irgendwo wieder in der Gegend. Sehr toll. Sehr gut. Not. Wobei ich da jetzt vielleicht dann, das sieht aus wie ein Friedhof. Mach langsam. Ja, besser gesagt eine verlassene Stätte. Na dann. Der kleine graue Hexer kennt Tricks. Du riechst die Majoran Sandal. Ba 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 ba.
Und das nächste Teil befriedet. Dann baut mal fleißig, ihr Lieben. Bevölkerung ist zurückgekehrt. Sprich san und frage einen Hexe. Oh, Majora, auf ein Wort. Wäre mein Geist doch so willig, wie mein Fleisch schwach ist. Artfey, genau was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese Bloede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Ein Nilfgaard. So weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat. Das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine, mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand. Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Impera-Brigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wiederzuerlangen. Art Dank. Bis dann. Okay. Erinnerst du dich an mich? Ich hab dir Geld für Wein geliehen. Naja, ganz bestimmt nicht. Plötzchen, komm mal her. Plötze. Okay, die ist buggy. Dann laufen wir erstmal ein bisschen hier weiter. Vielleicht gibt es ja dann doch mal irgendwie noch ein Kreuz. Ein Wegekreuz. Nö. Oi. Oi, oi, oi. Na dann, komm mal her, du Bandit. Und schon ist er tot. Sag mal. Wie denn, Bandit? Ich hab... Ihr habt sie nur einen. Plätze. Komm. Deine Geschwister sind böse zu mir. So, wo wollen wir als nächstes denn hin? Würde sagen, wir suchen uns erstmal ein Kreuz oder so. Na. Ein Wegekreuz. Da muss doch irgendwo mal eins sein. Mann. Ah. Hier unten. Vorwärts, Hanse! Gemeinsam! Hast du heute Rote Kadaver aufgelegt? Den habe ich auch noch nicht gehört. Rote Kadaver. Der ist nett. Verflucht! So viel zum Banditenlager.
Befehle von Sterlings Dragon. Der schnelle Eugene hat die Taverne eingenommen, was wohl bedeutet, dass seine Bande längst sturzbesoffen ist. Postiere eine Wache auf der Hauptstraße, dann, wenn irgendwelche Ritter oder Wachleute über sie stolpern, machen sie kurzen Prozess mit ihnen. Spreche das nächste Mal, seid ihr diejenigen, die den Spaß haben. Und Eugenes Leute halten euch den Rücken frei. Vielleicht überfallen wir bald Coronata. Wein und Weiber im Überfluss. Ihr werdet voll auf eure Kosten kommen. Sterling. Erbärmlich. So. Ach du Schande, da hinten steht ein Riesenschiff. So. Wenn wir das Ding dann genommen, will ich jetzt direkt zum Denkmal. Dann mache ich jetzt rechts. Ich mache erst rechts das fertig. Wenn das fertig ist, dann haben wir da oben den Bereich hier auch wieder gesichert. Elfenruine. Wie es aussieht. Komm schon. Die Hansebasis. Oha. Lässt du bald Blötze in Ruhe. Wo ist euer Chef? Verdammt. Sind hier noch lange nicht fertig. Aber nicht
das hab ich! Oh! Holla die Waldfee. Da ging ein paar drauf. Heute kommt der Tod dich holen. Ich glaube, du hast es nicht mit dir verwechselt. Und da sind ja noch. Mund halten und kämpfen. So, nur noch der Chef, würde ich behaupten. Oh nein, da sind noch ein, zwei. Da ist noch irgendwo einer auf der Brücke. Unter der Brücke. Jetzt hast du mich aber... Oh. Drei Schläge Forstkampf. Nice! Ging ja schneller als mit dem Schwert. Bin gekommen, Sternling, dich zu töten. Ah ja. Jetzt macht ihn alle. Vorsicht. Nicht gut. Und er ist am Gift verstorben. Wah, wah, wah. Ja, irgendeiner fehlt hier noch. Antoine Sterlings Dragons Notizen. Es hat die Atmosphäre sehr entspannt, den silbernen Salamander einzunehmen. Es wurde schon in den Sümpfen besser, dahin gerüttelt, Maß unserer Männer mit Aufträgen ausgezogen ist, aber unsere Hanse ist immer noch so verflucht riesig, dass die Ruinen des Artach-Palasts wie ein verdammter Bazar aussehen. Man kann nicht mal alleine den Darm entleeren und bei diesem feuchten Wetter schreien auch noch meine Knochen Zeter und Mordio. Nicht mal Frauen können mich noch richtig aufwärmen. Ich muss schnell eine Lösung finden, bevor die gute Stimmung nach den letzten Raubzügen abging, die Leute wieder biestig werden. Diesmal muss es etwas Großes sein. Ich denke immer öfter an dieses Weingut im Süden. Coronata, das wäre ideal. Ich sollte Kundschaft losschicken und einen großen Überfall planen. Ach, und ich muss noch was mit den Jungs klären. Rund die Hälfte von ihnen findet es neuerdings schick, Tagebuch zu schreiben. Verdammte Bande von Alphabeten. Sie sollen sich im Schwertkampf und Jagen üben, nicht im Schreiben. Ich führe Buch über die Ereignisse, das reicht. Ich werde ein oder zwei dieser Armlöcher aufpeitschen und mir mit ihren Tagebüchern das Gesäß wischen. Dann kommt der Rest vielleicht zu Sinn und befasst sich wieder mit ehrlichem Banditentum. Wow. Was ein Spacko. So, die nächsten... Banditos. Gekillt. Oh, tatsächlich, sie übernehmen das als Schildpunkt. Tiefsten Respekt vor dem Turnier-Champion. So, so. Sternling Stragen aus dem Hause von und zu Arschkramp hat ins Gras gebissen.
Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Du hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexer. Straggen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich bin ihm vor einer Weile begegnet. Wie bitte? Das muss ein ganz übler Halunke gewesen sein. Anständige Leute tragen diesen Namen nicht. Mit den übrigen Straggens kenne ich mich nicht aus, aber dieser Straggen war auf keinen Fall anständig. Er hat ein böses Ende gefunden. Zu Recht. Du hast den Bastard unter die Erde gebracht. Ich wusste es. Das haben Druiden für mich erledigt. Sie haben ihn lebendig verbrannt. Oh, wie schön! Wie schön! Wow. Bis später. Hey, Geralt der Hexer. Der Fluch von Sternling Straggen und seiner Hanse. Bravo, alter Knochenbrecher. Ja, irgendwie komme ich mir mehr als seltener vor als sonstiges. Ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was bei dem, dann geht's am nächsten Part da oben weiter. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin, sayonara.